dass wir durch Gottes Gnad und Wahl zum Himmel kommen allzumal. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns zum Glaubenszeugnis stärkt, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, wir dürfen uns jetzt versammeln, um das Hochfest unseres Diözesanpatrons und Landespatrons, des heiligen Florian, zu feiern. Er war der höchste Beamte des römischen Statthalters von Ufernoricum um das Jahr 300 nach Christus, und da brach die letzte große Christenverfolgung unter Kaiser Diokletian im Römischen Reich an, wurde besonders versucht, die Führungsschicht auch vom Christentum wegzubringen. Er selbst leistete dem Kaiser nicht diesen verlangten Eid auf die heidnischen Götter und wurde dann zwangspensioniert nach St. Pölten verbannt. Aber als er hörte, dass hier in Lauriacum die Christen gefangen genommen wurden, als der Statthalter kam, kehrte er zurück und wollte für sie Fürsprache halten, wurde dann selbst gefangen genommen, in einem Schauprozess verurteilt. Die Beschreibung seines Lebens ist uns erhalten. Es heißt, dass er Gott lobte und pries und bat, dass er an seiner Seite sterben darf, im Kampf für ihn sterben darf. Es wurden ihm dann die Schultern zerbrochen, so heißt es, und schließlich mit einem Stein um den Hals gebunden, in die Enz geworfen. Der erste große christliche Zeuge, den wir kennen, gemeinsam mit den 40 Märtyrern, die mit ihm getötet wurden. Auf diesem Boden der Glaubenszeugen ruht unsere christliche Tradition. Wir wollen diese Glaubenszeugen bitten, dass sie vom Himmel her Fürsprache tun, dass auch unsere Zeit vom christlichen Geist erfüllt ist. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich, denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld und schenke uns dein Heil. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden schenke uns der gnädige und barmherzige Herr. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. So lasst uns Gott preisen. Gott in der Höhe sei Preis und Ehr, dem Menschen Fried auf Erden. Allmächtiger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen. Du wohnst mit Gott, dem Heiligen Geist, im Licht des Vaters. Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du schenkst uns Freude durch die Festfeier des heiligen Florian und der Märtyrer von Lorch. Wir verehren ihren Sieg auf Erden. Du hast die Kirche von Linz durch ihr Martyrium in ihren Anfängen geheiligt. So begehen wir heute das Hochfest dieser deiner Zeugen. Durch ihr Bekenntnis und ihr Beispiel stärke auch uns.
Gib uns den Mut zum Glauben und zur Treue zu dir. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, hörte eine laute Stimme im Himmel rufen. Jetzt ist er da, der rettende Sieg, die Macht und die Herrschaft unseres Gottes und die Vollmacht seines Gesalbten. Denn gestürzt wurde der Ankläger unserer Brüder, der sie bei Tag und bei Nacht vor unserem Gott verklagte. Sie haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes und durch ihr Wort und Zeugnis. Sie hielten ihr Leben nicht fest bis hinein in den Tod. Darum jubelt ihr Himmel und alle, die darin wohnen. Wort des lebendigen Gottes. Ihr Patriarchen, hochgeboren, und ihr Propheten, auserkoren, o ihr Apostel, allesamt, erlebt zu solchem hohen Amt. Helft uns in diesem Ehrentag, dass wir durch Gottes Grad und Tag zum Himmel kommen allzumal. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Macht behütet euch durch den Glauben, damit ihr das Heil erlangt, das am Ende der Zeit offenbar werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird eurem Glauben Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet, euer Heil. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, 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 Halleluja. Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nehmt euch vor den Menschen in Acht, denn sie werden euch vor die Gerichte bringen
und in ihren Synagogen auspeitschen? Ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt, damit ihr vor ihnen und den Heiden Zeugnis ablegt. Wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Brüder werden einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder. Und die Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geschätzte Gläubige, einen großen Glaubenszeugen haben wir als Patron unserer Diözese und unseres Landes. Und es ist das Hauptwesensmerkmal von uns Christen, dass wir Zeugen sein dürfen. Zeugen dafür, dass Gott sich der Menschheit gezeigt hat, dass er sich offenbart hat in Jesus Christus, in seinem eigenen Sohn, der zweiten göttlichen Person. Das ist das erste Zeugnis, das wir ablegen können. Gott hat sich gezeigt, dass er uns zu Hilfe kommt und uns zu einem Leben in seinem Geist führt. Zeugnis für das Hilfsangebot Gottes. Und gleich dazu kommt dann, zu bezeugen zu dürfen, dass Gott gezeigt hat, dass wir für die Ewigkeit geschaffen sind. Dass mit dem irdischen Tod nichts aus ist. Zeugnis für die Auferstehung. Und wer diese beiden Dinge im Blick hat, Gott ist zu uns gekommen, hat uns gezeigt, dass wir mal zu ihm kommen können, der kriegt eine große Festigkeit und einen großen Halt. Unsere Kirche ist wohl in unserer Zeit auch aus dem Grund so schwach, weil dieser Glaube an das Leben nach dem Tod so an die Seite geschoben wurde. Da ist auf einmal nur mehr übrig geblieben, die Kirche als soziale Gemeinschaft, die sich selbst bemüht, ein gutes Leben hier auf Erden zu schaffen. Und das ist natürlich zu kurz gegriffen. Ohne, dass wir die Hilfe Gottes annehmen und Gott als Gott anerkennen, werden wir nie zu einem guten Zusammenleben finden. Da steht uns immer die eigene Angeschlagenheit, der eigene Egoismus im Weg. Sobald wir wieder in den Blick nehmen, dass Gott nach dem Tod alles vollenden wird, kriegt unser Glaube große Kraft und große Klarheit, große Standfestigkeit. Und das beschreibt Jesus in seiner heutigen Ankündigung. Beschreibt es uns, dass wir uns nicht erwarten dürfen, dass wir vor allem gelobt werden dafür. Denn unser Zeugnis heißt denn immer auch Aufruf zur Umkehr bei denen, die nicht auf Gott ausgerichtet sind. Und das erzeugt immer Widerstand. Die Menschen wollen in dem Gewohnten bleiben. Und deshalb kommt immer wieder da auch der Widerspruch. Nur wer Christus erkannt hat, der weiß, dass das die Zukunft ist und wir dafür gerade stehen können. Das wollen wir uns mitnehmen heute. Wir wollen Zeugen sein für die Frohbotschaft Gottes, seine Hilfe und seine ewige Zukunft. Amen. So lasst uns heute voll Freude unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wieder kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Zu Jesus Christus, dem guten Hirten, der für seine Herde das Leben hingab und auferstanden ist, rufen wir in den Anliegen unserer Welt. Dass unsere Diözese die kräftige Fürbitte des heiligen Florian erfahre. Kyrie eleison. Dass unser Land vor allen Katastrophen bewahrt bleibt. Kyrie eleison. Dass alle, die im Straßenverkehr unterwegs sind, ungefährdet und sicher an ihr Ziel erreichen. Kyrie eleison. Dass die Feuerwehrleute bei ihrem Einsatz für die Mitmenschen vor Unfall und Schaden bewahrt werden. Kyrie eleison. Dass die Verunglückten und Unfallverletzten geheilt und wieder gesund werden. Kyrie eleison. Dass deine Gläubigen bei aller Not und Gefahr nicht erschüttert werden und ihrem Vertrauen auf Gottes Führung. Kyrie eleison. Wollen die heutige Messintention mit einschließen. Familie Gradl-Hofing zum Dank. Kyrie eleison. Christus, Sieger über den Tod, Christus, Herr über die ganze Welt, dir sei die Ehre und der Dank in alle Ewigkeit. Amen. O ihr gekrönte Märtyrer und der Bekenner großes Heer, o Schar der Jungfrau Gott geweiht, ihr Frau zu treuen Dienst bereit, helft uns in diesem Lasst uns beten. Heiliger Gott, die Fürsprache unseres Diözesanpatrons und der Heiligen, die im Blutzeugnis ihre Leiber als lebendiges Opfer geweiht haben, empfehlen wir dir auch diese Gaben, die wir heute vor dein Angesicht bringen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit dem Geist.
Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und in den Heiligen deine Größe zu rühmen. Im Martyrium des heiligen Florian und seiner Gefährten offenbarst du das Wunder deiner Gnade, denn in der menschlichen Schwachheit bringst du deine göttliche Kraft zur Vollendung. Sie sind Christus nachgefolgt auf dem Weg des Leidens und haben ihr Blut vergossen als Zeugen des Glaubens. Darum preisen wir dich in deiner Kirche und vereinen uns mit den Engeln und Heiligen zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihn, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott, und all deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar.
Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln, mit dem heiligen Florian, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Ludwig und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Christus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist, im Heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. O Lamm Gottes unschuldig, am Stamm des Kreuzes geschlachtet,
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird leben. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Halleluja.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, du hast den heiligen Florian und seine Gefährten durch das Brot des Himmels die Kraft gegeben, die Welt zu überwinden. Stärke auch uns durch diese Speise, damit wir den Sieg erlangen und als Sieger essen dürfen vom Baum des Lebens. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Danke euch für euer Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe an diesem Hochfest, das uns den Tag über Freude bereiten soll und stärken in der Zeugenschaft. Der Herr sei mit euch. Der gütige Gott, der die Heiligen zur Vollendung geführt hat, segne euch und bewahre euch vor allem Unheil. Das Vorbild des heiligen Florian und Gefährten lehre euch, ihre Fürsprache helfe euch, Gott und den Menschen zu dienen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in seinem Frieden. Amen.